So Leute, weiter geht's jetzt mit Final Fantasy V. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen was in Kelgas Haus getroffen, und zwar die Dorf der Werwölfe. Wir sind jetzt nun im Drachental, um den Drachengras zu bekommen. Und wir hatten jetzt natürlich verzweifelt versucht, den Golem zu fangen. Jedoch flüchtet er dauerhaft, aber er wird dann früher oder späteren Zeitpunkt wieder uns begegnen. Sag ich mal zumindest. Denn ich habe gehört, das ist natürlich gescriptet, dass er einfach nur flieht. Mann, da kann man nicht mehr treffen, den dämlichen Federvieh. Ist der so schnell? Na super, wieder vergiftet. Mir gehen bald die Gift... Die ganzen Gegengifte jetzt bald aus. Dieses Drecksviech. Und dann haben wir sehr viele Gegner hier. Aber wir werden jetzt weiter leider trainieren müssen. Also nicht wundern, warum wir jetzt dann jetzt nicht so viel Progress machen. Heute. Aber obwohl es jetzt Anfang des Partys ist, werden wir jetzt ein bisschen sehr viel trainieren müssen. Weil ab diesem Schnappschnitt wird es ein bisschen schwieriger und kniffliger sein. Die halten aber sehr viel aus jetzt heute. Ach nee, jetzt nicht ihr schon wieder. Nicht schon wieder. Verrecke doch endlich. Weiß, was die Drachenzähne Gebrauch machen. Es ist schon langsam Zeit, dass wir bald jetzt ein Zelt nehmen, weil ich glaube, so aussieht, kommen wir jetzt nicht mehr weiter hier. Jetzt mal versuchen jetzt zu fliehen, es geht nicht anders. Ich muss fliehen jetzt. Ich muss einen Weg finden, um dort weiterzukommen, weil da muss ein Schalter sein. Ist da ein Schalter, aber ich glaube, da müssen wir jetzt in die andere Höhle hingehen. Bock mit euch zu kämpfen. Knochen sind sehr gefährlich, die Knochendrachen, die können sofort fast den Tod bringen. Ja, und der Golem taucht ja immer wieder dauerhaft auf. Im Drachental. Lass mich jetzt fliehen, danke. Kurz vor dem Ausgang kommt jetzt diese Knochendrachen, ey, ne? Okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Aber wir sind eh richtig, aber wie komme ich jetzt da hier weiter? Hä? Dann bin ich dann doch jetzt richtig, oder wie? Verstehe nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin jetzt echt lost.
Da ist noch ein Schalter unten, aber wie soll ich da an den Schalter rankommen? Bin ich da jetzt Lost in Space? Okay. Ich werde jetzt mal trotzdem jetzt mal schnell eine Hütte nutzen. Geht nicht anders. Und dann speichern. Wir haben jetzt schon sehr viele Erfahrungspunkte jetzt gesammelt. Dazu müssen wir wieder zurück. Es kann ja nicht sein, dass wir nicht wissen, wo wir gehen müssen. Es kann ja jetzt nicht die Sackgasse sein. Könnt ihr jetzt mal lassen, dass wir uns gingen, uns anzugreifen? Mann! Ich bin nicht angefressen, Leute. Ich nur jetzt ein bisschen nervt es ein bisschen. Rippies. Rippies, Hippies, Kippies. Hippies. Hier war nur die Truhe. Aber ich glaube, da gibt es keinen geheimen Weg mehr. Das ist nur nach oben. Aber oben gibt es ja nichts mehr. Ich hätte jetzt total lost. Sonst muss ich jetzt wirklich an deinen Walkthrough dann angucken. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, einfach nur angreifen in der Luft, Galuf. Du bist recht ein schlauer Meier. Alter Haudegen. Die ganzen Monster-Spawns, ne? Ja, jetzt werden die Monster-Encounters irgendwie höher, mir so vor. Wenn ich mich recht in Erinnerung hatte, war es ein bisschen weniger, aber naja. Kann ich mir auch einbilden. Ja, ich bin dann bald so jetzt vorproduziert, also hier haben wir schon bald vorproduziert bis zum Weihnachten. Die ganzen Parts. Hm. Ich glaube, ich bin ja jetzt gar keine Hülle mehr hier unten. Oh, da ist noch ein weiterer Stockwerk unten. Mann, lasst uns in Ruhe. Stark angeschlagen genug, ey, komm. Schau das mal an, jetzt habe ich fast keine Energie mehr. Ich muss es aufladen, wegen euch. Ist da ein geheimer Weg? Ah! Ich bin etwas lost heute, wirklich ehrlich. Da ist der nächste Weg offen. Ja. Das war nur der Weg, dort reinzukommen. Okay. Erklärt alles. Okay. Sorry, das jetzt war jetzt ein richtig unnötiger Part, mich aufzuregen, aber hey. Kann mal passieren, dass ich jetzt ein bisschen lost in space war. Kann mal passieren.
Aber ich hoffe, dass wir dann bald jetzt noch einen Save Point finden, weil ohne den Save Point haben wir echt ein Problem. Links oder rechts? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt mal nach links, da gibt es auf jeden Fall zwei Truhen. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Geiers Hut. Super, noch ein Level hochgestiegen. Hyperkrone und Windschwert. Nice. Wenn wir mal das Tänzerdolch mal probieren. So, wir gehen jetzt mal in die rechte Seite. Ich hoffe, dass wir bald einen Safe Point hier finden, weil sonst sind wir echt aufgeschmissen. Nope. 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 Königsfeder. Ich weiß, wir können jetzt mehr Erfahrungspunkte sammeln, aber bald sind meine Gemälde schon bald die Energie aus. So, jetzt werden wir mal eine Hütte nutzen. Ausnahmsweise. So, da werden wir jetzt schon mal trainieren. Mann. Ausgerechnet Galopp erledigen wollt ihr Schweine. Zeltnutzen, wir haben 43 Stück, also das ist nicht so die halbe Welt. Ein sehr guter Treffer. Sarah Walzer. So, es sind nur noch Bart, der noch ein Level braucht. Bevor wir dann jetzt gleich weitergehen. Chitterbug. Hm.
Ah, super, 30% erlernen. Da hat er jetzt dann mehr Lebenspunkte. Ich glaube, er hat zwar 1500, jetzt 1600. Oh, möchten wir dann wieder so eine Sache holen? Wir werden jetzt mal den Drachental jetzt nochmal heute beenden. So. Machen wir uns auf den Weg jetzt nach oben zum Berg. Leider müssen wir wieder gegen solche Drachenkämpfe machen und würden gelähmt. Na super. Das klingt jetzt ziemlich bescheiden. So, einer von denen wird jetzt mal den Löffel abgeben müssen. Mal lassen. So, wir müssen jetzt einmal nach oben. Schattanz. Der Panzerschwert ist schon ziemlich nützlich, aber manchmal zieht das kriegt der MP zurück, manchmal bekommt er gar keine MP zurück. Das ist immer random. Oha! Jetzt kämpfen die ihn an. Wir müssen ihn schnell erledigen. Der Golem scheint wohl jetzt nicht böse zu sein. Die müssen mir helfen. Okay. Keine Sorge, wir retten euch. Wir retten dich. Er ist abgewehrt. Was? Müssen wir das einsetzen, verdammt. Chocobo auf ihn, vielleicht. Kein Schaden, was? Okay, dann müssen wir den Knochendrachenteil jetzt erledigen. Schnell wie möglich. Ja, wir versuchen dir zu helfen. Sogar durchzuhalten. Er macht zu wenig Damage. Feuer vielleicht? Oh nein. Okay, wir hauen ab. Der Mist, der ist erledigt. Kann ich den auch jetzt nochmal kriegen? Sonst muss ich ihn wieder reloaden, dann den Save. Verdammt nochmal. Ah, wir haben ihn doch noch eine Chance. Gut.
Okay, der ist natürlich hat die Attacke pariert. Oh nein. In Ruhe. Oh nein, das wird nicht gut. Ich muss ihm Energie geben. Das wäre einfach eine Möglichkeit. Warten wir jetzt mal ab, was passiert. Na? Tausend Dank. Am liebsten würde ich mit euch kommen. Jetzt haben wir den Schwörungszauber Golem erhalten. So, das war der Zauber, was wir gerade gebraucht hätten. Aber jetzt werden wir den Part jetzt ausnahmsweise länger machen für heute. Aber ich glaube, ich werde den auch extra schneiden, weil wir waren jetzt kurz lost gewesen. Aber ich glaube, lassen wir es für heute sein. Gut, damit haben wir jetzt unseren weiteren Zauber Golem, der uns natürlich schützt vor starken Attacken, was aber ziemlich nützlich sein könnte. Klingt bescheuert, aber es ist ziemlich nützlich in den Kampf gegen stärkere Gegner. Da sind wir etwas geschützt vor heftigen Attacken. Wir werden nicht so instant KO'd. Wie zum Beispiel bei dem Schädelfresser und so weiter, der 1000 Schaden macht. Wenn wir dann Golem beschwören, werden wir natürlich für ein paar Runden geschützt sein. Und da ist es auch schon. Das Drachengras. Seht! Das Drachengras! Ah! Hilfe! Das war jetzt echt ein bisschen zu leichtsinnig. Ach, zum Geier war das! Seit wann greift Gras denn bitte schön Menschen an? Das ist kein Gras, es ist ein Monster, ein übler Dämon. Das muss der Grund dafür sein, dass die Drachen ausgestorben sind. Drachenhülse nennt sich der Gegner. Machen wir jetzt einen Flächenangriff. Und Golem. Mal, weil es richtig viel Damage macht. Wenn wir jetzt mal uns schützen mit dem Golem. Wir müssen aber als erstes sowieso jetzt mal die Drachenhülse erledigen, weil Drachenblumen respawnen sich immer wieder. Da werden wir jetzt den Haupt jetzt mal erledigen. Den Krautjäten. Ihr habt ihr schon gesehen, es beschützt uns. Wir kriegen jetzt keinen Schaden.
mal eine gewisse Zeit, solange jetzt Golem aktiv ist. Mein Titan wieder. Geiers Wut. Die Drachenhülse hat 12.000 HP, also wir müssen einfach nur das Haupt erledigen. Weil die Blumen immer wieder in verschiedene Richtungen spawnen. Das bringt ja sowieso nichts, also können wir die ignorieren. Also mache ich einen Flächenangriff mit Faris. Aber ihr seht schon selbst, es bringt ja nichts. Also müssen wir natürlich direkt das Haupt angreifen. Machen wir es endgültig fertig. Heute ein paar Mal. So, wir werden jetzt mal die Drachenhülse wieder angreifen, weil die Blumen können wir vollkommen ignorieren. Jetzt können wir die Blumen jetzt problemlos aus dem Weg räumen. Jetzt das Haupt ist jetzt erledigt. Aber ich glaube, jetzt müssen wir den Titan ausschalten. Schnell die Erde beben lassen und dann die Blumen ins Jenseits verbannen. Da haben wir ein Elixier und Bewegungsfeder hat er gedroppt. Nice. Das Rachengras. Seht. Kommt, nehmen wir etwas von denen und verschwinden von hier. Rachengras erhalten. Tja, das war das Drachengras, was wir gebraucht hätten jetzt. Jetzt heißt es nur noch zurück zum Schloss von Galuf. Denn wir müssen natürlich für Kryls Drache jetzt einmal, Winddrache jetzt einmal heilen. Aber ich glaube, vielleicht kann man das noch rausteleportieren aus dem Dungeon. Das wäre ziemlich günstig. Ob wir Magie-Teleport haben, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Dann muss ich jetzt einen jetzt den Beruf wechseln. Der Blaumagier jetzt zu Zeitmagier. Klingt blöd, aber das würde jetzt dann ein bisschen einige Zeit kosten. Ersparen. So, da sind wir jetzt mal draußen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dorf der Werwölfe. Na bitte. Endlich mal wieder zurück. Ich glaube, wir werden jetzt mal ein bisschen mehr Ausrüstungen kaufen. Geiergewand können wir machen. Ein Gauntlet auch. Morpheus-Klinge. Tja. Eine
Kaliumdolch brauchen wir derzeit nicht. Also dazu, wir werden jetzt mal kurz mal ausrüsten, was uns wichtiger wäre. Die Mopeis-Klinge wäre sehr wichtig. Kraftreif und Verteidigung haben wir pushen. So, dann werden wir jetzt wieder sie als Blaumärke wieder reinpacken, weil es so sehr gut ist. Und dann wollen wir mal jetzt die stärksten Waffen, wie möglich sind, reinpacken. Magierbewehr wäre ganz groß. Gaia-Gewand wird jetzt verdoppeln. Ja, gut. Da sind wir jetzt mal gut vorbereitet. Wir werden im nächsten Part dann schon auf den Weg machen und dann zu Gallows Schloss. Dann schauen wir mal, was als nächstes erwartet. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy V. Dann geht es dann direkt hier weiter. Also sorry wegen den ganzen Lost-Stillen hier. Wird aber nicht mehr vorkommen, aber es kann schon mal vorkommen. Aber jetzt geht es dann gelassen gleich weiter mit Final Fantasy V im nächsten Part. Da werden wir dann mal ansehen, was das Drachengras so bewirkt. Ob das Drachengras wirklich Trials Drache wieder heilen wird. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pocketendo. Ciao und Like und Abo nicht zu vergessen, damit ihr mich unterstützen könnt und mich nicht und nichts verpasst.